Schönen Dienstagabend aus dem Landesmedienzentrum zu dieser Corona-Expertenrunde. Ein heißer, sonniger Tag geht langsam zu Ende. Heiß wird es jedenfalls jetzt noch einmal bei uns. Es geht um ein Thema, das viele beschäftigt. Wir haben es in den vergangenen Tagen auf Social Media gesehen. Die Impfung der Kinder und Jugendlichen gegen das Covid-Virus emotionalisiert. Und aus diesem Grund haben wir heute zwei Studiogäste eingeladen, um das Thema ganz sachlich zu diskutieren. Ich begrüße bei uns Landessanitätsdirektorin Petra Juhas und den Impfreferenten der Ärztekammer Salzburg, Dr. Holger Förster. Wir steigen gleich in die Diskussion ein. Vorher schauen wir uns gemeinsam noch die aktuellen Zahlen, Daten, Fakten zum heutigen Coronavirus-Stand in Salzburg an. Als erstes die Durchimpfungsrate hier nach Alter gegliedert. Sie sehen, die Impfung ist weit fortgeschritten, aber bei den unter 55-Jährigen, bei der jüngeren Zielgruppe sind natürlich noch weniger Leute geimpft. Und das führt uns gleich zur nächsten Folie. Dort sehen Sie die Inzidenzen, also wie viele Personen stecken sich in welcher Altersgruppe mit dem Virus an. Und hier sieht man ganz klar, vor allem ab 15 bis 25 haben wir über den Daumen gerechnet mehr als das Vierfache an Inzidenzen, also sprich an Ansteckung, als in der restlichen Bevölkerung. Auf der nächsten Folie dann ein Schnitt, wie liegen wir sozusagen im Österreich-Vergleich. Und hier sieht man, Salzburg hat diese Statistik oft auch schon angeführt. Derzeit liegen wir hier sehr gut mit einer Inzidenz von 9,1. Also man könnte sagen, vieles hat sich zum Guten gewendet. Frau Dr. Juhas, wie zufrieden sind Sie mit der Lage, beziehungsweise warum geht man jetzt so aktiv auf die ab 12-Jährigen zu, dass sie sich impfen lassen? Bisher hatte man ja eher das Gefühl, in dieser Altersgruppe ist das Virus, wenn es dort ankommt, relativ harmlos. Naja, natürlich freue ich mich, wenn ich diese Zahlen jetzt sehe, weil wie Sie gesagt haben, wir waren auch schon am anderen Ende des Rankings angesiedelt. Aber natürlich, damit wir die Pandemie wirklich in den Griff bekommen, ist es eben doch notwendig, dass ausreichend viele Personen einen Schutz vor Neuansteckung haben. Und da wird natürlich auch die Impfung in jüngeren Altersgruppen einen massiven Beitrag dazu leisten. Schauen wir uns vielleicht dazu gleich die nächste Frage an. Sie wird auch wie immer kurz eingeblendet, und zwar die Ständige Impfkommission, also in Deutschland angesiedelt, eine Kommission, die dort Empfehlungen ausspricht, empfiehlt die Impfung mit BioNTech/Pfizer bei Kindern und Jugendlichen ohne Vorerkrankungen derzeit nicht allgemein. Warum ist das in Österreich anders? Oder ein wenig Social Media mäßig gefragt, wie wir es in den vergangenen Tagen öfter gehört haben, wird hier ein Sonderweg auf Kosten der Kinder eingeschlagen in Österreich, Herr Dr. Förster? Wir sind sicher nicht ein Land, das besonders risikoreich unterwegs ist und hier die Kinder extra gefährdet. Wir wissen, dass seit 5. Mai in Kanada diese Altersgruppe geimpft wird, seit 10. Mai in den USA. Und dort haben wir jetzt schon erst geimpft fast 4 Millionen Kinder. In unseren umgebenden Ländern wie Italien oder Schweiz wird es genauso gehandhabt wie in Österreich. Das heißt, wir sind sicher nicht alleine mit diesem Weg. Die STIKO ist traditionellerweise sehr vorsichtig und geht bewusst einen etwas anderen Weg. Das haben wir in dieser Pandemie schon öfter so erlebt. Aber ich denke, auch die STIKO wird schlussendlich den ähnlichen Weg gehen wie Österreich. Und das ist, wie gesagt, kein besonders risikoreicher Weg. Sie haben ja in Ihrer Ordination viele Jugendliche, die zu Ihnen kommen. Warum emotionalisiert genau dieses Thema so sehr, wenn man auf Social Media schaut, wenn man sich in den Medien umhört? Warum ist das anders als bei den Älteren? Es ist bei den Eltern auch sehr emotional geführte Diskussion, wenn wir uns da erinnern, wie es Anfang des Jahres war, wie die Impfungen angefangen haben. Es ist bei den Kindern traditionellerweise noch ein Stückchen verschärft, weil man Entscheidungen treffen muss für einen anderen, nicht nur für sich selbst. Da kann man noch eher ein bisschen Risiko eingehen und sagen, das akzeptiere ich und das wird schon nicht so schlimm. Für jemand anderen eine Entscheidung zu treffen, ist bedeutend schwerer und man überlegt sich viel mehr, und dann ist es ein kleines Kind, das ganze Leben vor sich hat. Also da gibt es viele Hintergedanken dabei, und es ist auch verständlich und richtig, dass man so denkt und arbeitet. Und ich freue mich, wenn die Eltern und in dem Fall auch die Jugendlichen sich Gedanken machen und ich sie da begleiten kann, Informationen liefere, dass sie selber die Entscheidung treffen können.
Information sozusagen das Stichwort des heutigen Abends. Gehen wir gleich weiter zur nächsten Frage, die uns zugesendet wurde. Auf welcher Datengrundlage impfen wir die Kinder und Jugendlichen? Wir haben das jetzt schon ganz kurz angesprochen. Frau Dr. Juhers, im Internet ist oft von Notzulassungen von Kindern als Versuchskaninchen zu lesen. Was antworten wir diesen Menschen? Ja, da muss ich dem Dr. Förster recht geben, dass wir natürlich kein Risiko eingehen. Es sind diese Impfstoffe jetzt bedingt zugelassen, wie es einer Pandemie eben geschuldet ist. In einer Pandemie hat man eben nicht die Zeit, die man sonst hat, um Impfstoffe entwickeln zu lassen. Das bedeutet aber nicht, dass es auf die Sicherheit der Impfstoffe geht. Das heißt, es werden die Studienprozesse ganz normal durchlaufen, nur teilweise eben zeitlich gerafft, damit man eben schneller wirklich zu dieser Zulassung kommt. Und die Pharmakovigilanz, das heißt, die Weiterbeobachtung, wenn die Impfstoffe dann am Markt sind, die geht ohne dies weiter. Also jeder Arzt, der nur den leisesten Zweifel oder Verdacht hat, dass da irgendwie eine Nebenwirkung sein könnte, die noch nicht bekannt ist, ist verpflichtet, das zu melden. Und von daher ist es wirklich ein sicherer Weg. Ein sicherer Weg. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, Herr Dr. Förster. Wenn jetzt wirklich Eltern oder auch Jugendliche zu Ihnen kommen, wie läuft so ein Gespräch ab? Raten Sie ihnen auch direkt zur Impfung oder wie verhält man sich da als Arzt? Ich habe die Strategie und ich denke, das ist allgemein so üblich, dass man die Leute aufklärt über Risiken der Krankheit, die es auch gibt für Kinder und Jugendliche. Wir haben in Österreich über 100 Kinder, die stationär aufgenommen werden mussten wegen Corona, teilweise auf der Intensivstation. Also es ist nicht eine Krankheit, die gar nicht vorkommt. Im Prinzip von den Absolutzahlen her mehr als doppelt so viele kranke Kinder, als wir für SFNE haben. Und das wird gerne und oft geimpft. Auf der anderen Seite das Risiko der Impfung. Und das kann man gut nachweisen. Wir haben einerseits die Zulassungsstudie, die man hernehmen kann. Andererseits jetzt sehr gute Daten schon von Amerika, von der CDC, wo eben 4 Millionen Kinder schon geimpft wurden. Und eingemeldete Nebenwirkungen ungefähr 5000 waren. Ja, also nur eingemeldet, da kommt dann Kopfschmerz, Schwindel und Erbrechen, Übelkeit, Gelenkschmerzen, alles andere dazu. Schwere Fälle, die auf der Intensivstation waren, die schwer, also beobachtet werden mussten im Prinzip wegen kardialer Probleme, Herzmuskelentzündung, waren ungefähr 30 von diesen 4 Millionen. Also ein ganz geringer Prozentsatz, im Einzelfall natürlich nicht gut, aber im Gesamten gesehen doch eigentlich noch in dem Bereich, wo man sagt, die Krankheit, auch für die Kinder, ist noch immer gefährlicher als die Nebenwirkung der Impfung. Aber da war vielleicht ein ganz wichtiger Punkt dabei, Sie haben es gesagt, wenn ich es richtig aufgenommen habe, doppelt so viele Kinder sind an Covid erkrankt als normalerweise im vergleichbaren Zeitraum an FSME erkranken. Ja, wir hatten letztes Jahr 40 FSME-Fälle und letztes Jahr war ein sehr schlimmes Jahr für FSME, über 200 Fälle insgesamt und in dieser Altersgruppe ca. 40 Fälle, die FSME hatten. Und das steht jetzt in keinem Verhältnis zu Corona-kranken Kindern, also Corona wirklich ernsthafter kranken Kinder, nicht nur positiver Test, sondern ernsthaft krank, die stationär aufgenommen werden mussten und auch auf der Intensivstation beobachtet werden mussten. Es ist Gott sei Dank niemand gestorben bei uns. Jetzt akut an Corona, es gibt 3 Todesfälle in Österreich von chronisch erkrankten Kindern, wo Corona draufgesetzt dann zum Tod geführt hatte. Es gibt auch sozusagen die andere Seite, schreiben uns auch Eltern, wann gibt es Impfungen für kleinere Kinder? So auch Elisabeth Anna Baumgartner. Über Facebook weiß man schon, ab wann vielleicht Impfungen für Kleinkinder zur Verfügung stehen werden. Die Studien laufen ja für die Altersgruppe von 6 Monate bis 12 Jahre. Und es wird kontinuierlich nach unten gearbeitet. Die nächste Altersgruppe wird wahrscheinlich von 6 bis 12 sein und dann noch weiter runter. Ich denke, dass im Herbst wieder in Amerika zuerst dieser neue Impfstoff zugelassen wird und Ende dieses Jahres dann wahrscheinlich auch für uns zur Verfügung steht. Ein weiteres Thema ist natürlich auch immer, wie gut wirkt die Impfung? Wie sieht es mit Varianten und Mutationen aus, die sozusagen festgestellt werden und immer wieder auftauchen? Und dazu auch jetzt die nächste Frage an die Landesanwaltsdirektorin, Frau Dr. Juhers, wie gefährlich ist die aktuelle Delta-Variante, von der in den vergangenen Tagen immer mehr zu hören ist?
Ja, von der Delta-Variante, das, was wir tatsächlich schon wissen, ist, dass sie vermutlich viel ansteckender ist. Das sieht man jetzt auch an Großbritannien, wo sie stark auf dem Vormarsch ist. Und bei allen diesen Varianten, die jetzt so im Fokus stehen, schaut man sich natürlich immer genau an, wie schaut es denn da mit dem Schutz für Genesene aus, also für die Personen, die die Erkrankung schon durchgemacht hat und für jene, die durch Impfung geschützt sein sollen. Und bei den meisten dieser Varianten, die wir da jetzt betrachten, ist die Wirkung etwas abgeschwächt, aber man hat jetzt keinen Hinweis darauf, dass die Impfung jetzt ganz schlecht wirken würde. Also meine große Hoffnung ist schon, dass die Impfung zumindest so weit wirkt, dass sie wirklich die schweren Krankheitsverläufe und damit natürlich auch Todesfälle verhindern kann. Aber das heißt jetzt auch, weil man es ja manchmal hört, dass man, ach, jetzt fahre ich lieber auf Urlaub und die Impfung bekomme ich dann schon in ein paar Wochen auch noch. Höre ich da zwischen den Zeilen heraus, dass man jetzt auch den Sommer nützen soll, wirklich zur Impfung zu gehen? Natürlich, weil den bestmöglichen Schutz hat man halt wirklich nur nach der Vollimmunisierung. Das heißt, für mich wäre schon die Priorität, dass man schaut, so rasch wie möglich, dass man wirklich die zwei Teilimpfungen erhält. Dann schauen wir uns gleich die nächste Frage an. Es geht dabei um Folgeschäden. Können Sie ausschließen, dass eine Impfung bei Kindern und Jugendlichen spätere Folgen hat? Herr Dr. Förster, wie gehen Sie mit diesem Thema um? Es wird immer Nebenwirkungen geben. Wir haben in der Medizin nichts, was 100% ist. Diese Sicherheit können wir bei keinem Eingriff, bei keinem Medikament, bei keiner Impfung geben. Das heißt, diese 100% Garantie gibt es in der Medizin nirgendwo und die können wir auch nicht für diese Impfung anbieten. Wir können nur sagen, was für Nebenwirkungen sehen wir bis jetzt und bei vielen Millionen Kindern, die geimpft sind oder auch jetzt Milliarden Erwachsenen, die geimpft sind, was treten für Folgen auf in diesem Zeitraum, den wir überblicken. Und damit haben wir auch schon die große Chance, jetzt an sehr seltene Nebenwirkungen zu erfassen, die man in Studienpopulationen nie sehen würde. Das ist also ein Riesenvorteil und ein Vorteil, den wir gegenüber anderen Medikamenten oder Impfungen haben, die viel langsamer in das Geschehen eingreifen und wir viel länger brauchen, um auf solche Mengen zu kommen, die uns wieder die Statistik liefern für seltene Nebenwirkungen. Es ist bei einer Impfung jetzt nicht zu erwarten, dass eine Nebenwirkung erst nach 10 Jahren auftritt. Das, was wir eher erwarten, ist, dass wir in 10 Jahren erst draufkommen, was die Impfung damals vielleicht gemacht hat, weil es so selten war. Durch das, dass wir jetzt aber schon viele Milliarden geimpft haben, ist der Zeitraum auch viel schneller erreicht, wo wir ganz seltene Nebenwirkungen überblicken können. Und das trifft genauso für die Kinder zu, also da sehe ich jetzt kein zusätzliches Risiko für die Kinder. Vielleicht ein Punkt, einer von Ihnen beiden kann die Frage vielleicht beantworten. Es kommt auf Social Media, im Internet immer wieder vor, dass junge Mädchen schreiben, ich fürchte mich, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann. Nach der Impfung ist hier irgendetwas bekannt dazu? Nein, also da habe ich keinerlei Daten darüber. Ich kenne diese Diskussionen, die kommen immer wieder, sind auch die Fragen in der Ordination. Die Ängste sind natürlich da, weil es eben schon von Anfang des Jahres an propagiert war. Es ist genetisch manipuliert und greift in unser Erbgut ein. Das ist natürlich ein Gedanke, der in den Köpfen der Leute drinnen ist, aber der Weg, um da wirklich unser Erbgut zu verändern, unsere Fortpflanzungsfähigkeit zu verändern, der ist über diese Impfung eigentlich denkunmöglich. Also eine ganz klare Aussage dazu. Dann gehen wir gleich weiter zur Frage von Anna Leitner, die uns per Mail erreicht hat. Warum gibt es gegen FSME einen eigenen Impfstoff für Kinder und bei Covid nicht, Herr Dr. Förster? FSME ist ein Sonderfall insofern, als dass ursprünglich der FSME-Impfstoff in der gleichen Menge verabreicht wurde für Kinder und Erwachsene, die Nebenwirkungen aber bei Kindern doch häufiger waren, sodass man einfach den gleichen Impfstoff auf die Hälfte reduziert hat. Es ist also derselbe Impfstoff mit denselben Inhaltsstoffen, Begleitstoffen, alles gleich, nur ist es die Hälfte. Das ist das Ganze, um Nebenwirkungen zu reduzieren und das funktioniert auch sehr gut. Wir haben fast keine Nebenwirkungen bei diesem Impfstoff.
Andere Impfstoffe wie der Sechsfachimpfstoff Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten etc. hat sogar eine viel höhere Konzentration bei den Kindern. Die haben also das teilweise Zehnfache an Wirksubstanz in der Impfung, weil die Kinder schlechter reagieren vom Immunsystem und deswegen mehr angeregt werden müssen, eine gute Immunantwort zu liefern. Das ist also bei jedem Impfstoff herauszufinden in den Zulassungsstudien. Einerseits die Wirksamkeit, welche Dosis ist notwendig, eine gute Immunantwort zu produzieren. Andererseits die Verträglichkeit und da eine Balance zu finden und eine gute Dosis. Jetzt ist die Dosis gleich. Der Inhalt ist gleich. Wie das für die jüngeren Altersgruppen sein wird, werden wir sehen. Könnte sein, dass man da den Impfstoff reduziert in der Menge, um die Nebenwirkungen zu reduzieren, die möglicherweise in der Akutreaktion ein bisschen höher liegen als bei den Erwachsenen, bei gleicher Wirksamkeit. Aber das sehen wir erst in den weiteren Studien. Aber hier geht es wirklich nur um eine Anpassung und nichts ist lebensgefährlich sozusagen. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ja. Das war auch bei FSME nicht der Fall. Ja. Dann gehen wir den nächsten Schritt weiter. Der Sommer steht vor der Tür sozusagen und der Herbst kommt wieder. Wir haben schon angesprochen, die Delta-Variante, früher indische Variante, beschäftigt uns. Wie bereitet man sich jetzt am besten auf die nächsten Wochen und Monate vor? Frau Dr. Juhas, womit rechnen Sie jetzt? Ich weiß, das ist immer die schwierigste Frage. Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber wie bereitet sich das Land Salzburg auf die nächsten Wochen und Monate vor? Ja, es wird vieles davon abhängen, welche Varianten dann wirklich im Herbst, wenn die Fallzahlen von der Jahreszeit her wieder steigen würden oder auch von dem, dass die Leute wieder mehr Zeit in den Innenräumen verbringen. Da müssen wir theoretisch davon ausgehen, dass die Zahlen wieder steigen und ganz maßgeblich wird eben sein, welche Varianten dann unterwegs sind. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, meine Hoffnung ist sehr groß, dass wir immer den Schutz durch die Impfung haben vor den schweren Krankheitsverläufen. Dann wäre aus meiner Sicht eigentlich viel gewonnen. Aber natürlich ist es schwierig, das jetzt wirklich schon vorauszusehen. Grundsätzlich schauen wir natürlich immer, ob wir irgendwelche Abläufe verbessern müssen, wie wir uns vorbereiten können. Also die Behörden sind natürlich auch über den Sommer nicht untätig. Auch wenn jetzt niedrige Fallzahlen ist, muss man immer schauen, dass man wirklich die Abläufe und das alles gut vorbereitet. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch, wenn man so durch die Gastgärten sieht oder beim Vorbeifahren, man hat schon manchmal das Gefühl, durch die Öffnungen ist natürlich auch der Abstand geringer geworden. Ist es notwendig, jetzt im Sommer Abstand zu halten oder wäre das übertrieben? Naja, natürlich ist ein Abstand immer ein Schutz. Es ist die Händehygiene ein Schutz, es ist die Maske ein Schutz. Nur ich verstehe natürlich auch den Wunsch der Bevölkerung nach Normalität wieder. Man muss da einfach ein gesundes Maß finden. Also ich würde es bedenklich finden, wenn da jetzt alles sozusagen über Bord geworfen wird und dann könnten wir unter Umständen wieder problematischere Zahlen sehen. Aber natürlich wäre es gut, wenn man sich einfach ein bisschen im sozialen Kontakt einfach wirklich ein bisschen darauf achtet, muss man wirklich, kann man nicht auch auf Abstand gut miteinander kommunizieren zum Beispiel. Also noch ein wenig im Hinterkopf behalten, dass die Pandemie noch nicht ganz vorbei ist, oder? Genau, würde ich bitten, ja. Vielen Dank an Sie beide für dieses Gespräch heute. Wir werden natürlich weiterhin zum Thema informieren. Sie finden alle Infos im Internet auf der Homepage des Landes salzburg.gv.at und natürlich auf der neuen Land Salzburg App. Erkundigen Sie sich, wir haben es gerade besprochen, immer ein wenig im Hinterkopf behalten, es ist noch nicht alles vorbei. Die heutige Sendung ist jetzt schon fast zu Ende. Wir haben sie heute aufgezeichnet aus Termingründen und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen angenehmen Abend und vor allem viel Gesundheit.